Er ist eine Rap-Legende. Tupac galt als einer der größten Künstler der Musikgeschichte. Noch heute, 22 Jahre nach seinem Tod, spricht man über ihn und seine Texte, hört seine Musik. Sein Tod kam viel zu früh und überraschend. Noch immer ist nicht vollständig aufgeklärt, wer den damals 25-Jährigen niederschoss. Jetzt könnte Keefe D die entscheidende Aussage gemacht haben, der die Ermittler theoretisch zum Mörder führt. Mehrere Medien berichten, dass der Onkel des bisherigen Hauptverdächtigen Orlando Anderson den entscheidenden Hinweis gab. In einem TV-Interview soll Keefe gesagt haben: "Ich bin der Einzige, der noch lebt, der die wahre Geschichte über Tupacs Tod erzählen kann. Ich wurde 20 Jahre lang verfolgt. Jetzt gestehe ich, weil ich Krebs habe. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Jetzt interessiert mich nur noch die Wahrheit." Bei mehreren Musikmagazinen wie Rap.de oder dem Rolling Stone Online heißt es, dass Keefe D sich in der Doku Unsolved weigerte, den Namen des Schützen zu nennen, um den Streetcode zu bewahren. Die Schüsse seien seiner Aussage nach aber vom Rücksitz getätigt worden sein. Da Duane Keith Davis, Keefe D's gebürtiger Name, laut eigener Aussage nun nichts mehr zu verlieren hat, soll er ausgesagt haben, dass er in dem Wagen war, als Orlando Anderson abdrückte und Tupac erschoss. Anderson kann jedoch nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. 1998 starb er ebenfalls im Drive-By-Shooting. Steht nun fest, wer Tupac Shakur am 7. September 1996 erschossen hat?